Hallo und willkommen zurück zu Cosmonautica. So, wir haben als nächstes sammel die Frau und Dienerschaft des Barons auf Vroom auf. Aber ich denke, ich werde erstmal das Schiff wieder wechseln, denn das hier ist Käse. Dazu müssen wir aber erstmal wieder leg ab und greife an. In der Nähe von Dongelbong. Können wir hier Medizin kaufen? Nö. Wo haben wir Dongelbong? Da ist Dongelbong. Die exportieren, okay, aber die können nichts von hier brauchen. Das nehmen wir an. Und das auch. Will ich erstmal Geld verdienen und das Schiff wieder austauschen? Wobei wir auch eine Torpedo Bay. Na, wir müssen die eigentlich noch nicht. Wir könnten auch hier ein bisschen gegen agieren. Torpedo Bay, machen wir das anders. Dann hauen wir da Erholung das Ding rein. Damit geht's dem dann hoffentlich auch wieder besser. Dann legen wir jetzt mal hier ab. Ach so, ne, ich muss ja. Wir müssen ja hier noch Passagiere dann reinbekommen. Machen wir das anders? Mache ich hier den noch weg und hier weniger Munition ist so ungünstig. Und dann bauen wir das da noch hin. Dann können wir auch die Passagiere mitnehmen. Holen wir uns trotzdem erst noch ein bisschen Geld. Jawohl, noch ein Opfer. Wieso sind alle nur so scharf darauf zu sterben? Ich werde euch wie eine Nuss zerquetschen. Das glaube ich nicht. Feind rammen. Erstmal einen guten Feuerball aufgegangen. Gut. Dongelbong. Ja, ja. Dahin. Ja. Und auf geht's. Galaxie. Da kommen wir entlang gedüst. Zerstören.
4000. Falsche Seite. Endlich auf! Quatsch, okay. Das hat sich nicht so wirklich gelohnt. Dummelbong. Da haben wir wahrscheinlich mehr Munition und so weiter ausgegeben, um dann zu reparieren. Crew fördern, neue Stufe. Jawohl. Koch. Nein, Sir. Da dürfen wir jetzt nicht handeln. Dann fliegen wir halt nach Vroom. Was? Ach nee, unser Schiff wurde für eine Inspektion vorgesehen. Befördern 3 Frachteinheiten mit potenziellem illegalem Material. Captain, warum möchte ich mit dir sprechen? In Ordnung. Warum versucht jeder, mich zum Affen zu machen? Mich, den Baron. Ich habe gerade erfahren, dass meine Frau auf einigen Faust unterwegs ist. Sie versucht einen Schwarzmarkt im äußeren Ring. Ups. Sie hat meinen Butler und seinen Assistenten zurückgelassen, wohl im Wissen, dass die beiden eine solch primitive Expedition nicht gutheißen würden. Was jetzt? Los, finde sie, es ist nur eine Frage der Zeit, bis meine bezaubernde Frau von diesen dreckigen Bestien dort draußen zerrissen wird. Meine beiden Bediensteten werden dich begleiten, sobald du aufbrichst. Ich nehme doch an, dass du genug Platz für sie hast. Klar. Nein, Sir. Sehr gut. Kaufen. Ups. Da haben wir... Befördern. Schütze. Okay.
80.000 zum Reparieren. Bam. In der Nähe der Station auf Saufelot. Ja, dann machen wir das. Donglong. Abfangen. Grüße, Captain. Ich nehme an, du bist auf dem Weg zum äußeren Ring. Fernrise, hör zu, lass dich nicht von meinem Beruf verwirren. Ich möchte dir mit dem Container von Void helfen. Und mit Neil. Du, warum? Neil und Void in den Händen der Brigids wäre ein großes Risiko. Punkcore und Co. sind nicht gerade Freunde meiner Zunft. Habe also kein Interesse daran, ihnen einen Vorteil zu verschaffen. Klar? Klar. Und ich weiß, dass du Hilo Vault finden musst. Ich schicke Neil Koordinaten mehrerer Sonnensysteme. Übermittle sie an deine Partner und lass sie weitere Untersuchungen anstellen. Dann sprechen wir wieder. Viel Glück, Captain. Okay, bis dann. Schicke Starforce die Koordinaten. Vielleicht hilft uns das ja wirklich weiter. Versuchen wir es. Da haben wir wieder eine Beförderung. Sanitäter. Das war eine wohlüberlegte Forschung. So. Dreitausender Rumpf. Keine Ammo mehr für die. Okay. Da müssen wir vorbeifliegen. Das war zu früh. Umfliegen. Ach, den man aus... Jetzt verstehe ich das erst. Okay. Er hat gesessen.
24.000, okay, abgemacht. Dann müssen wir da aber jetzt erst nochmal Munition aufladen. Jetzt habe ich ein Problem. So, reparieren. Okay. Nach Dongelong. Kann ich da nicht hinfliegen gerade? Ach so, von diesem Planeten verbannt. Noch 8,78, okay. Das Schiff ist das Tausendste, das die neue Handelsroute nach Saufelot befährt. Hier, als Belohnung für, fürs Coolsein, 700 Credits. Ja, schön. Okay, die explodieren nix. Feuer und Flamme. Nee. Bio-Wetter, Bio-Wetter. Machen wir das mal. Ach so, weil ich nur eins hab. Jetzt habe ich... das lohnt nicht. Wobei... Wo ist denn das? Da. Naja, ist gerade so gut wie das andere, also fliegen wir da einfach mal hin. Crew befördern, jetzt befördern. Schütze. Wahnsinn. Die haben jetzt auch nichts zum Exportieren. Ja, ich lass mal so. Terroristische Stämme. Leg ab und greife an. Ja. Wir haben hier nichts. Nehmen wir die beiden. Mhm. Lass mal hier ein bisschen Geld machen.
Mhm. Das ging schnell. Zum Forschungslabor. Naja. Auch kaputt. Schnell. Das Schiff ist zu schnell für die anderen Dinger. Na, Mist, das war natürlich Quark. Gib endlich auf. Ach, shit, das war Quark. Muss man die Schildsysteme hacken, sonst wird das nichts. Das Problem ist halt, dass... Ah ja. Waffen und Geheimnisse. Xatsch.
Aber das war jetzt wieder sehr kostspielig, nehme ich an. Der, dem geht's nicht so gut. Nach Miam. Blick ab und greife an. Oh, scheiße. Das hätte man nicht machen dürfen. Mission. Gibt auch keine Strafe. Doch, stand da bloß nicht. Wir brauchen erstmal wieder neue Waffen. Okay. Kostet 40.000, das wieder zu reparieren. 10. Oh Gott, okay. Satsch! Ne, wir fliegen jetzt einfach dahin. Für 0,0. Reisen, so. So, was wir noch machen könnten wäre... Ja, da ist das Spiel wieder abgecrashed. Captain, welche Demütigung muss ich erfahren? Meine Frau ist weg. Sie ist bei einem Cosmob-Schurken. Auch entführt? Verstehst du nicht? Sie ist mit diesem Cosmob zusammen. Er muss ihr Drogen eingeflößt haben. Sie ließ mir ausrichten, dass sie ihn liebt. Ups. Ein schwarzes Loch hat sich genau an der Stelle aufgetan, an der Ernst mein Herz schlug. Du musst sie wieder zurückholen, bitte. Wie? Frauen lieben doch Geschenke. Das ist es. Finde etwas für sie. Etwas Einzigartiges, Unglaubliches zum Beispiel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will sie nur zurück. Bitte. Okay, auf Wiedersehen. Captain, ich habe da eine Idee. Was, wenn wir den Baron davon überzeugen könnten, uns auf unserer Suche nach seiner Frau zu begleiten? Das könnte ein überzeugendes Geschenk für sie sein. Klingt gut. Boppo. Okay. Zombotsch. Haben wir noch Ammo? Dieses eine Lager. Nach Mbopo. Das ist dort.
Eisen, Werkzeuge. Naja, wahnsinnig ist das jetzt nicht. Ja. Reisen. Baron, wie Alpha, wir haben da einen Vorschlag. Bleibt uns auf der Suche nach deiner Frau. Seid ihr vollkommen gestört? Warum sollte ich mich auf so einen riskanten Abenteuer selbst in Gefahr bringen? Weil du dadurch deine Frau zurückgewinnen könntest. Darum, soweit verständlich? Ihr habt recht. Also, vielleicht habt ihr recht. Der Gedanke, dort draußen zu sein, behagt mir trotzdem nicht. Aber früher oder später komme ich nicht drum herum. Unsere Abmachung, richtig? Genau. Gib mir etwas Zeit, mich vorzubereiten und hol mich hier ab. Und ja, ich werde deine Trickbetrügerfreundin mitbringen. Danke. Okay, unsere Gäste sind da. Bin gespannt, sie persönlich zu treffen. Ich auch. Oh Gott, gut euch zu sehen. Ihr seid wegen mir hier, oder? Hat Max euch geschickt? Ja, alles okay. Das waren wirklich verrückte Tage. Bin ziemlich geschlaucht, aber ansonsten okay. Alles gut. Gira, bist du das? Captain, du bist der Hammer. Jetzt schaff alle aus dem System. Noch nicht. Zuerst müssen wir hier jemanden aushelfen. Hat Staphyros die Koordinaten von Fenris analysiert? Noch nicht. Er gibt dir dann Bescheid. Ich bin so froh, dass Kira in Sicherheit ist. Danke. Gern geschehen. Captain, du wirst verstehen, dass ich dich bitten muss, diese Sierra hier an Bord einzusperren. Sobald du dein Versprechen erfüllt hast, kann sie gehen. In Ordnung, was jetzt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde gerne meine Frau zurückgewinnen. Irgendeine Idee? Vielleicht sollten wir die Solarkarte nach Cosmob-Schiffen absuchen und schauen, ob wir einen Hinweis finden. Gute Idee. So, verkaufen wir erstmal Krams. Finde seine Frau und ihren Cosmob-Liebhaber am äußeren Ring. Dort. Abfangen, aber wir müssen erstmal wieder. Ne, die sind voll. Okay. Seltsam, weil hier das nicht voll ist. Wäre schön, wenn ich dieses Schiff verkaufen könnte. Und dann einfach das kaufen. Wir fliegen jetzt einfach direkt dorthin. Da haben wir einen Stufenanstieg. Machen wir den einfach mal. Auch wenn es sinnlos ist. Techniker. Ja, mach halt hier einen Techniker. Forschung, Galaxie. Den da. Ich nehme an, dass es bald ziemlich emotional werden könnte. Ich auch. Serena, hörst du mich? Ich bin's, dein kleiner Wie. Bitte antworte mir. Lass gut sein, alter Mann. Du hattest deine Chance und hast es vermasselt. Ihr Herz gehört jetzt mir. Oh oh. Captain, tu was. Was denn?
Liebling, bitte nicht so. Ich weiß, ich habe dich nicht immer gut behandelt, aber ich liebe dich, kann mich ändern. Baron, keine Ahnung, ist halt auch eine Antwort. Baron, wir haben es versucht. Nun musst du die Lage akzeptieren. Dann müssen wir dem ein Ende setzen. Ich ertrage diese Demütigung nicht. Captain, öffne das Feuer. Captain, das ist Wahnsinn. Du kannst Schurken jagen, aber doch keine Liebenden. Lass es gut sein. Ignoriere sie. Du hast es richtig getan. Der Baron wird schon darüber hinwegkommen. Lass ihm Zeit. Wir haben keine andere Sorgen. Trotzdem traurig. Der Baron wird erstmal Zeit brauchen, um das zu verdauen. Dafür habe ich jetzt Staphros in der Leitung. Ich höre. Hallo, hallo, hallo. Captain, ist lange her. Wie ist die Lage bei euch? Soweit, so gut. Gute Neuigkeiten. Fenrizes Koordinaten sind vielversprechend, aber die Blockade bereitet mir Sorgen. Das System befindet sich im Ausnahmezustand. Ihr müsst bald dort verschwinden. Ja, die Brigands werden die armen Leute hier so lange schikanieren, bis sie eure Spur aufnehmen. Sollen sie doch? Was? Wie soll uns das denn weiterhelfen? Moment, ich verstehe. Der Captain will die Brigade von hier weglocken, richtig? Genau. Wenn wir schlau vorgehen und Glück haben, können wir Solem B erreichen, ein Diplomatensystem bei 6-2. Die Blake Brigands folgen uns und landen in einer politisch neutralen Zone. Tada! Jungs, 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 das ist echt clever. Könnte tatsächlich funktionieren. Zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen. Das bedeutet aber, dass deine Passagiere so lange bei dir bleiben müssen. Vor allem meine Tiere, kein Problem. Wir können die sicher im Diplomatensystem absetzen. Klar. Okay, dann steht der Plan, Captain. Neil, euch allen viel Glück. Unbedingt. Mission. Orakel-Chaos. Aha. Orakel minus Chaos. Locke die Brigands nach Solem B. Pilot. Koch. Super. Total unnütz, aber was soll's. Geht dann noch höher als 10. Sollten wir jetzt zum Katapult. Was ist denn das für ein Schiff? Blake Brigand, Aufklärer. Wir sind Blake Brigand. Wir tolerieren nicht, wir agieren. Widersetze dich nicht unserer Autorität. Abfangen. Können wir auch mal probieren. Wo Lebensmittel, was? Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Nur zu. Mhm. Schön, einer davon hat getroffen. Also Ramen ist eine ziemlich kostspielige Taktik.
203, na super. Kommt nicht in Frage. Hat nur Geld. Na gut. Gut gekämpft, Captain. Doch die Präsenz der Brigadier ist ziemlich beunruhigend. Wir sollten schnell weiterfliegen, alles klar. Gehen wir da mal reparieren. Da wird wahrscheinlich das gesamte Geld drauf gehen. Okay, unser neues Ziel ist bereit, angeflogen zu werden. Ich deaktiviere unser Sigmod. Begib dich einfach zum Seaport und vermeide jeglichen Kontakt. Ich hoffe, sie fallen auf den Köder rein. Das werden sie. Ja, dachte ich mir. Na, dann machen wir das mal. Wo sollten wir hin? Solemn B. Kommodore Pankor hier. Stoppt eure Maschinen. Ihr werdet des illegalen Besitzes eines streng geheimen militärischen Gegenstands verdächtigt. Wiederhole, deaktiviert eure Systeme. Kurs halten, nicht abschrecken lassen. Sie werden nicht so blöd sein, uns mit ihrem geliebten Mnemonic-Cube an Bord unter Beschuss zu nehmen. In der letzten Verwarnung, stoppt euren Flug oder wir werden die Verfolgung auf und setzen Waffengewalt ein. Perfekt. Oh Gott, wo soll ich jetzt hin? Solemn B. Wo soll das jetzt sein? Da. Bam. Müssen aber auch wieder erstmal Missionen machen, um an Geld zu kommen, das Ding zu reparieren. Okay. Fliegen wir jetzt zum ersten. Schöner wäre es natürlich, irgendwo hinfliegen, wo wir was mitnehmen könnten. Ja, das ist gut. Warnung, denn Sigmod konnte nicht aktualisiert werden. Es gab einen kritischen Verbindungsfehler. Tut uns leid, unsere Schuld. Bitte versuch es später erneut. In Ordnung. Die Brigades sind gerade im System angekommen. Schnell, Captain, setze kurz auf eine Station. Alles klar. Bitte flieg nach Fandom. Meine Bediensteten und ich müssen von diesem Schiff runter. Das ist alles einfach zu viel. Geht klar, Baron. Dahin. Okay. Sch-
Scheint, als würde unser Plan funktionieren, Captain. Die Briggots hätten sonst schon versucht, uns aufzuhalten. Sobald wir angekommen sind, sollten wir eine schöne Tasse Tee trinken und alles nochmal überdenken. Ja. Hier spricht Verwaltung auf Phandom. Ein Code Cal Gamma hat sich ereignet aufgrund krimineller Aktivität. Was? Es wurden Geiseln genommen. Oh. Ich habe beobachtet, wie ihr in unser System angekommen seid. Offensichtlich habt ihr Schwierigkeiten. Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig helfen? Wir können ein One-Nine-Abkommen anbieten. Was genau? Vorübergehender Schutz nach Einsatz in einem riskanten Unternehmen zugunsten der schutzgewährenden Partei. Richtig, Officer? Verstehe. Richtig, du hilfst uns, die Situation diskret zu entschärfen und niemand wird dir hier was antun. Okay, schieß los. Die neutrale Partei soll Subjekt 0xxx wiederbeschaffen, inklusive der dazugehörigen Anlagen und das der Avegard-Gemeinschaft in ihrem Heimatsystem überbringen. Infolgedessen wird der Avegard-Partei die kürzlichen Gefangenen genommen Geiseln freilassen. Belohnung, diplomatischer Schutz. Klingt gut. Also bist du bereit für Akal Gamma 45.1, die Mission? Ja genau, die Mission. Ich habe deiner KI weitere Einzelheiten zur Verfügung gestellt. Wünsche ein sicheres und produktives Vorankommen. Danke. Aha. Hast du unsere Aufgabe soweit im Kopf? Du siehst aus, als wäre noch etwas unklar. Ja schon. In Ordnung, lehn dich zurück und hör zu. Die Diplomaten hier befinden sich im Konflikt mit den Avegards, Bewohnern eines naheliegenden spirituellen Systems. Rate mal das alte Lied. Politik gegen Religion. Wie original. In der Tat, als die Diplomaten schließlich das wertvollste Relikt des Avegards in die Hände bekamen, wurde alles ziemlich heikel. Ein Relikt? Ein heiliges Tier, ein Orakel, das als der Fortune-Fisch bezeichnet wird. Sie beabsichtigen ihn, bei wichtigen politischen Entscheidungen zu ihrem Vorteil zu nutzen. Du machst Witze. Kein Scherz, diese Kreatur vermag es, zukünftige Ereignisse anzudeuten. Das macht sie zu einem sehr mächtigen Werkzeug. Eine Software, der Sequencer analysiert anschließend diese Andeutungen und erstellt daraus eine Prophezeiung mit einer Genauigkeit von 98%. Bing, wow. Nun bittet uns ein Avegard-Eiferer, den Fortune-Fisch zum spirituellen System zurückzubringen, dann werden die Geiseln freigelassen. Verstehe. Wir sollen uns auf das Orakel vorbereiten, Captain. Der Fortune-Fisch ist ziemlich anspruchsvoll. Zunächst brauchen wir ein Fischglas aus Ultra-Strings. Danach beschaffen wir die Sequencer-Software. Verstanden. Superfoam. Bevor wir weitermachen, sollten unsere Gäste Lebewohl sagen. Klar. Danke, Captain, für alles, was du für mich getan hast. Du hast es wenigstens versucht. Ich lasse meine Freundin jetzt frei. Deine Freundin jetzt frei. Danke, Baron. Okay, Syrah, genieß die Freiheit und lass in Zukunft lieber die Finger von der Betrügerei. Alles Gute euch allen. Ja auch. Endlich. Ah, tut das gut, sich wieder so richtig strecken zu können. Ich hasse es, eingesperrt zu sein. Erinnert mich an meine Kindheit. Ja? Zeit, sich zu verabschieden. Oder brauchst du eine hübsche, smarte Hackerin in deiner Crew? Wäre cool, noch ein Weilchen hier rumzuhängen. Deine Referenzen? Klar, ich bin eine unglaubliche Hackerin und weiß, wie man einfache Dinge repariert. Einige behaupten, ich sei auch eine Entertainerin. Gut zu wissen. Brauchen wir aber nicht. Cool, dann schau einfach, ob du in deiner Crew noch Platz für mich hast und gib mir Bescheid, bevor du abhaust, Captain. In Ordnung. Super Foam. Peffo. Leg ab und bam. Okay, und hier Peffo. Die wollen Zeug. Chemikalien, Mineralien, Roboter. Aber noch da gibt's welche. Aber nicht so der Hit.
Gefängniskomplex. Die machen Souvenirs. Ah, okay, die beiden produzieren Roboter. Versuchen wir da mal ein bisschen Geld mitzumachen. Und wie sieht's aus? Kann ich bei euch mitmachen? Nee. Okay, deine Entscheidung. Trotzdem, ich schulde euch etwas. Alles gut für euch. Grüß mit mir Maxa und richte dir aus, dass ich mich melde. Macht's gut. Jawohl, noch ein Opfer. Wieso sind alle nur so scharf darauf zu sterben? Ich werde euch wie eine Nuss zerquetschen. Das glaube ich nicht. Piu, piu, piu. Mal sehen, den haben wir gut zerlegt. Das hat sich gelohnt. Von Peffo. Annehmen. Oh, Roboter. Dann fliegen wir da noch hin und kaufen auch noch Roboter. Hier nur 8 sein werden. Mit Cyclone. Oh, fliegt nach Peffo. Wunderbar. Roboter. Dann fliegen wir jetzt erstmal nach Peffo. Forschung, jawohl. Irgendwo da was, jawohl. Wo sollten wir für die Mission hin? Nach Supraphone. Dahin. Textilien und Computer. Aber erstmal nach Peffo. Und da haben wir einen Stufenaufstieg. Zehntausend. Kling. Wunderbar.
Wie lange hält jetzt diese Roboter-Dinge noch, bis wir noch 7? Aha. Okay. Leg ab und greife an. Mhm. Machen wir. Mach ich aber auch hier erstmal einen Schnitt. Dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn.